Das Projekt war etwas völlig Neues und damit sehr spannend. Daher haben wir es gerne unterstützt. Uns reizte bei dem Projekt der Ansatz, dass deutsche Handwerker und polnische Designer sich gemeinsam grenzüberschreitend austauschen, gemeinsam kreative Ideen für neue Produkte finden und diese auch gemeinsam umsetzen. Dabei wurden die jeweiligen Kompetenzen und Erfahrungen zusammengebracht. Deutsche gestaltende Handwerker arbeiten mit viel Sinn für Ästhetik und Formensprache, setzen ihre Ideen selbst hochqualitativ um und haben dadurch einen ganz speziellen Blick auf die Produktentwicklung. Gemeinsam mit dem Blickwinkel der polnischen Designer entstand ein sehr befruchtender deutsch-polnischer Designaustausch. Das war bei mir auch so. Ich habe auch diesen Teamgedanken, dass man zusammen etwas entwickelt. Das hat mich wirklich, wirklich inspiriert. Und die Gastfreundschaft. Wir sind ja in Warschau absolut gastfreundlich behandelt. Königlich. Wir haben ein paar Worte Polnisch gelernt. Ganz außerordentlich viel. Aber es hat sich ja doch gezeigt, dass wenn einfach auch so unterschiedliche Sichtweisen zusammenkommen, auch wirklich ganz neue Ideen rauskommen. Und diese Kombination zwischen Designer und Handwerker finde ich, wie man hier sieht, auch zu tollen und vor allem erstaunlich schnellen Ergebnissen geführt hat. Also das hätte ich nicht erwartet, dass wir wirklich innerhalb von so kurzer Workshop-Zeit zu so viel Ergebnis kommen. Das finde ich, ist eine tolle Leistung für alle Beteiligten. Ja. Und ich glaube, wir Handwerker haben diesen konstruktiven Ansatz eingebracht und die Designer den formalen. Das war auch ein gutes Zusammenspiel. Ja. Also müssen wir das ja noch mal eben zeigen. Ne? Wir lehnen uns da irgendwo drauf. Eigentlich Schublade, jetzt ist es Messeater. Auch Messeater. Fällt dir noch was ein? Mir fällt ein, dass ich es am liebsten fortsetzen würde. Und wenn es die Möglichkeit gäbe, würde ich sofort einen Workshop Teil 2 machen. Stimmt. Around, I think, and then we can. Okay. Hallo, ich bin Wolfgang. Ich habe jetzt die ganze Zeit in dem Projekt mitgearbeitet, mit dem Austausch zwischen polnischen Designern und deutschen Handwerkern. Es ist für mich ein völlig neues Projekt. Es war für mich eine ganz faszinierende Gelegenheit, in einem ethnografischen Museum die Inspiration zu holen für neue Dinge, die in neue Designs umgesetzt werden. Alte Techniken oft oder auch alte Details, die jetzt im neuen Design wiederzufinden sind. Und wir gehen experimentell an die Dinge heran, zum Teil mit Werkstoffen, mit denen wir noch nie gearbeitet haben, ungewöhnliche Formen. Auf jeden Fall ist es ein experimentelles Herantasten. Und ich bin gespannt auf die Ergebnisse, was daraus noch alles entstehen wird. Im Hintergrund wird kräftig gearbeitet. Wir haben auch schon ein kleines Teil vorzuweisen, was den Ursprung in der Oberflächengestaltung einer Teekanne im Ethnographischen Museum hatte. Jetzt bearbeiten wir die Materialien, lernen die Schwierigkeiten der Bearbeitung kennen und werden dann einige Details in neue Produkte mit einfließen lassen. Wir haben jetzt eine Vorlage aus dem Museum gefunden, und zwar ist das ein Oberteil. Und wir haben das jetzt umgesetzt für Mann und Frau und haben das neu interpretiert. Die Zusammenarbeit war sehr interessant. Ich habe auch einige neue Arbeitsmethoden kennengelernt, was auch meine Arbeit bereichern wird.